Wow, fremde Länder, andere Kulturen. Was ich euch heute präsentieren werde, ist hier und heute, das ist Def Media. Gut, ich bin gerade in Vietnam gelandet, genauer in Ho Chi Minh Stadt, also Saigon. Junge, Junge, das lässt hier knallhart ab. Wenn du ohne Stress dieses Land besuchen möchtest, solltest du in deiner Heimat schon Wochen vorher eine Botschaft besuchen und alles klären. Ansonsten dauert das Visumgespräch hier 45 Minuten bis eine Stunde. Hinzu kommt das Warten. Möchtest du das? Regel das lieber vorher, okay? Und nun nehme ich ein Taxi, nehme ich den Bus? Nein, ich nehme ein Motorrad. Ich bin hier richtig im Motorradparadies. Seht! Boah, hier hat jeder Mensch ein Motorrad. Ich treffe jetzt eine taube Biker-Lady, eine Powerfrau. Die stocktaube Lady, jawohl. Hi, mein Gebärdenname geht so. Ich komme aus dem Süden, Ho Chi Minh Stadt. Aus dem Süden von Ho Chi Minh Stadt also. Ich bin gespannt auf mein Hotel. Boah, die fahren sogar auf den Bürgersteig. Hier ist der Independence Palace. 1954 wurde hier die Teilung von Nord- und Südvietnam beschlossen. Das blieb bis 1976 so. Vorher war hier der Amtssitz von Nur Dinh Diem. Die Leute hier sagen, dass er ein böser Mensch war. Er tötete, spielte gerne Krieg und so weiter. Es verging über Jahrzehnte bis 1975, bis der Vietnamkrieg zu Ende ging. So wurde Vietnam vereinigt und dies ehrt dieser Palast. Früher sah er etwa so aus. Und so wie oben sieht er heute aus. Hier saß damals der Premierminister mit seinen Ministern und die haben herumgelabert und gestritten. Früher war hier mal eine französische Kolonie und jetzt gehört es wieder Vietnam. Hier sind alle Büros und Konferenzräume. Die andere Hälfte des Palastes waren die Privaträume. Dort sind viele Wohnungen, das sehen wir uns jetzt mal an. Rechts sind die eben erwähnten Privatgemächer und hier links seht ihr eine Trophäen- und Geschenksammlung der damaligen Regierung. Das soll wohl ein kleiner Garten sein, ne? Jetzt sehen wir das Schlafzimmer des Präsidenten. Das Esszimmer. Ganz schön massiv, dieser Tisch. Dieses Mönchfoto zeigt ein dunkles Kapitel. Damals hatten hier nur Christen Rechte und Privilegien. Buddhismus wurde diskriminiert. Das ging so weit, dass Präsident Ngô Đình Diệm Buddhismus verbat. Das regte die Buddhisten furchtbar auf. Sie sagten, bitte respektiert die Glaubensfreiheit eines jeden Menschen. Doch der Präsident blieb stur. Dieser Mönch versuchte hierbei genauso wie zum Thema Vietnamkrieg zu vermitteln. Aber der Präsident ignorierte ihn komplett. Aus dem Frust heraus kam dem Mönch seine Märtyreridee. Er ließ sich öffentlich mit Benzin übergießen und ging aus Protest in Flammen auf. Im Juni 1963 zündete sich der buddhistische Mönch Thich Quang Duc selbst an.
John F. Kennedy sagte dazu, kein Pressefoto in der Geschichte weckte stärkere Emotionen auf der ganzen Welt als dieses. Das schockte die ganze Welt. Er gab sein Leben dafür, einfach so. Eine Telefonzentrale zur Zeit des Vietnamkrieges. Wie chaotisch hier ablief, an Seite der Amerikaner, kann man sich vorstellen. Hier ist der große Konferenzsaal. Hier wurde unter anderem im April 1975 die Wiedervereinigung beschlossen. Zu Ende des Vietnamkrieges saßen hier etwa 50 Politiker und der damalige Präsident schmiss einfach seinen Amt hin. Das geschah, nachdem die Amerikaner sich zurückgezogen hatten. Also trat der Präsident auch zurück. Sein Nachfolger trat bereits nach einer Woche vollkommen überfordert zurück. Dem darauffolgenden Amtsträger ging es genauso. Schließlich wurde im November Vietnam zu einem vollständigen Land. Die Amerikaner halfen Südvietnam gegen das kommunistische Nordvietnam, also vergebens. Seit November 1975 existiert also nur noch die Sozialistische Republik Vietnam. Das ist der Schreibtisch des Präsidenten Nguyen Van Thieu. Das war Strategie, denn gab es Flieger- und Bombenalarm, konnte er blitzschnell in den Bunkereingang flüchten. Da ging es direkt in den Keller. Das Gebäude ist nicht nur 3 Stockwerke hoch, sondern auch 3 tief. Kommt! Hier saß der Funker an einer Telefonanlage. Das war die Radiostation für Funker. Hier war sein Ersatzbüro, weil er oben nicht arbeiten konnte. Während oben Feuerwerk flog, ging hier alles routiniert weiter. Meine Güte, das nenne ich dicke Bunkerwände. Ein Panzerkeller! Eine Wand wiegt ungefähr 51 Tonnen. Ja genau, grob 50 Tonnen. Wow. Hier war die Nachrichten- und Kommunikationszentrale. Dieser große Aufenthaltsraum war für die Unteroffiziere. Dort im Gang die Räume der einfachen Soldaten. Okay, gehen wir wieder hoch. Das ist die alte Flagge von Südvietnam. Es gab insgesamt 3. Die erste war komplett gelb mit 3 roten Streifen. Die zweite liegt hier in der Vitrine. Oben rot, unten blau mit einem Stern. Die dritte ist die, die wir heute kennen. Also komplett rot mit einem gelben Stern. Diese Küchenausstattung stammt von der japanischen Besatzungszeit. Alles ist extrem schwer und massiver Stahl. Hier wurden alle Gerichte für die Leute gekocht. Mit diesem Lift ging das Essen nach oben. Das sind echte XXL-Gasherde. Jetzt sehen wir gleich Softeisbehälter. Die sind sowas von schwer. Das waren die Eisbehälter, genauer für Eiscreme. Dieser Raum gehörte der Botschaft. Es gab da verschiedene Botschaften, aber die letzte Botschaft gehörte den Japanern. Sie saßen also hier bis 1975. Die Möbel sind also alle im japanischen Stil
und aus deren traditionellen Handwerkskunst. Das große Wandbild besteht wiederum aus 40 kleinen Wandbildern. Endlich! Ich bin im Hostel. Wo ich schlafe, seht her. Das ist Glück, denn die sagten zu mir, hier ist alles ausgebucht. Ich hatte aber schon vor einer Woche gebucht. Während der Buchung fragte man mich, hast du Sonderwünsche? Ich sagte, ja, ich bin taub, lass mich bitte unten schlafen. Kein Bock, da hoch runter zu klettern. Ein Glück, dass ich das getan habe, denn jetzt sind alle Betten belegt. Bis auf meins! Yeah! Ach, ich schlafe in dem 5. Stock! I'm happy! Wir alle kennen den Autopark-Service, richtig? Hier gilt dasselbe für Motorräder. Man bezahlt für diesen Service, bezahlt man nicht und parkt einfach irgendwo, dann ist dein Motorrad freiwillig und wird in 0, nichts gestohlen. Man sollte sich an die Regeln halten und bezahlen, beschützen ein Bike. Tage später reiste ich nach Dana. Das ist eine taube Geburtstagsparty. Ein Mädchen feiert hier Geburtstag. Sie ist 24 Jahre alt geworden. Darum gibt sie dieses Dinner. Hier liegen lebende Fische herum. Die werden hier lebendig gekocht in dieser Brühe. Und vieles mehr, zum Beispiel Calamaris und bla 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 bla. Das ist keine vietnamesische Spezialität, sondern eine, die gibt es nur in Da Nang. Guten Morgen. Ich bin gerade aufgestanden und nehme jetzt den ersten Bus und fahre circa 1,5 Stunden nach Sushi. Irgendwie Sushi oder so ähnlich. Ich besuche dort die berühmten Tunnelsysteme aus dem Vietnamkrieg. Ich bin neugierig, wie sie das damals gemacht haben. Die Reise geht los. Die Stadt verblasst langsam und wir nähern uns der Wildnis. Die Fahrt dauert 2,5 Stunden. Vorher haben sie gedacht, 1,5 Stunden. Naja. So oder so, wir sind gleich da. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sie das damals gemacht haben im Krieg.
find a soldier here, run down there, and cover him like him, but more carefully than him. Pow, pow, pow! Mein lieber Schwan, kaum hatte ich den Deckel über meinem Kopf, war mir auch schon per Schwarz vor Augen. Mein Gott, damals hatten die Soldaten solche Geduld? Respekt. Ich hatte schon nach ein paar Sekunden Herzklopfen. Ein echter amerikanischer Panzer. Der fuhr damals über eine, kennt ihr das, Landmine? Genau. Der fuhr also da drüber und BUM! Da war auch schon hinüber. All solche Sachen gibt es hier zu sehen. Boah, das ist echt ein wirres Tunnelsystem. Das waren zwei Tunnel, die sich kreuzten. Ein Hörer signalisierte mir auf dem Marsch, ich bekomme kaum noch Luft. Endlich sind wir raus. Alle Tunnel zusammen waren ca. 250 Kilometer lang. Unter dem ganzen Dschungel also verteilt. Seht selbst, hier atmen viele Hörende erleichtert ein und aus. Ihr stellt euch mal vor, es gab damals viele Soldaten, die mussten dort unten 2 Monate überleben. 2 Monate! Du meine Güte, das war richtig sonderbar. Habt ihr den Qualm gesehen? Was das ist? Qualm beim unterirdischen Kochen. Die kochen also dort unten? Nein, sondern Kilometer weit entfernt. Das ist also ein Kilometer langes Rohrsystem. Wenn die Amis das sahen und eine Handgranate dorthin wurfen und die zündete, war das meistens für die Katz. Clever, wa? So, das war's. Ich habe aber nur die Hälfte gefilmt.
Trotzdem, diese Tour war wirklich sehr, sehr lehrreich für mich. Der Eintritt war $5 und die Busfahrt $6. Insgesamt dauerte alles etwa über eine Stunde. Das war super. Berührt hat mich dieses Tunnelsystem und dass die dort 2 Monate aushalten mussten. All die Fallen, die sie erfunden haben, auweia, da wurde man aufgespießt oder sonst was. In einer Vorrichtung sogar wurde der ganze Körper aufgespießt. Oder dein Fuß wurde in der Mitte aufgespießt und beim Rausziehen zerschnitten. Oder eine Drehfalle, die dir den Kopf zerschmetterte. Trat man an der Tür auf oder der Oberkörper aufgespießt. Oder die Kniescheibe zertrümmert. All solche Vorrichtungen, Herrgott. Man versteht hier, der Vietnamkrieg war mehr als brutal. Das erinnert mich an die Nazis, die hatten ja in Auschwitz. Vietnam war genauso schlimm. Das erinnert mich irgendwie an den Versuch der Amis und der Engländer, Neuseeland zu erobern. Die Soldaten mussten aufgeben, ähnlich wie hier. Eine wirklich interessante Erfahrung war das hier. So, nun gehe ich mal zurück. Ich fahre mit dem Bus zurück in die Stadt. Hi! Jetzt gibt es authentische Kochkunst aus Finnland! Frittierter Fisch und... Ich muss das essen! Wenn ihr das seht, was ich essen muss, dann wird euch echt übel. Ich dachte, wir essen die Dinger tot. Nein, man isst diese glitschigen Dinger leben. Ah, ich Großmann sagt mir, esse ich kein Problem. Und jetzt habe ich aber Zweifel. Soll ich es tun, ja oder nein? Okay, ich tue es. Aber warte, ich komme darauf zurück. Die Vietnamesen essen Fisch bis aufs blanke Gerippe. Diese Frau isst gerne Fischkopf in der Reihen und knabbert sogar die Geräten ab. Alles, was übrig bleibt, ist das. Cool, wa? Nicht ein Fetzen blieb übrig. Die hat wie ein Staubsauger alles ab- und ausgesaugt. Feed Power! So, jetzt kommen wir zu den Würmern. Ah! Auch 2 Babys. Das sind Kokosnusswürmer. Du musst versuchen, ihr Zangenmaul abzubeißen. Verstanden? Also die Würmer haben eine Maulzange, die muss zwischen den Stäbchen eingeklemmt werden. Fuck! Hey, stillgestanden! Die Scheiße schmeckt nach Wurm, sonst nichts. Ich bin ein Vietnamese! Danke euch! Oho, das war aber lecker. Soll ich nochmal? Nee, ich tau keine Bienen. Das sind alles verschiedene Honigprodukte. Sie helfen als Arznei, als Balsam, bei Verletzungen und besonders bei Magenbeschwerden. Hat man zum Beispiel Appetitlosigkeit oder eine Magenverstimmung,
Dann nimmt man vom Honigessig 2 Esslöffel und du bist geheilt. Das sind Duschkellen, aber genauso Kochkellen. Das ist natürlich ein Massageroller. Damals gab es sowas hier nicht. Vietnam war sehr arm. Dieser Holzklopfer ist auch ein Massagewerkzeug. Damit kann man Ekstase hervorrufen oder entspannen. Diese Knospen brechen wir auf und naschen den Kern oder trinken ihn als Tee. Das sind Kokosnusssprösslinge. Kauf dir das selbst. Hier werden frische Kokosnüsse zerschlagen. Der Kern kommt zuerst in dieses Werkzeug. Dann kommt es hier rein, in einen Entsafter. Die Schalen, die Innereien werden verarbeitet. Und die Schalen dienen als die gewonnene Masse wird gekocht und dann geht's dort weiter. Diese langen Streifen werden hier geschnitten. Kokosbonbons. So, ich gebe jetzt ein Mittagessen, eine Abschiedsfeier. Dann ich verlasse nun Da Nang und ziehe weiter nach Hanoi. Sag allen bye bye, ja? Okay, ciao, bis bald.
Wir alle kennen die internationale Gebärde für Kaffee. Bei hier gebärdet man Kaffee aber so. Warum? Darum. Mit den Eiswürfeln wird das zum Eiskaffee. Ich war mal im Bus unterwegs, aber landete hier in Hu. Wir müssen hier alle umsteigen, aber alle Touristen haben keine Ahnung. Alle stehen nun ahnungslos herum. Ich fragte einen einheimischen Biker, fährt hier ein Bus nach Hanoi? Er sagte, oh ja, der Bus kommt in 5 bis 10 Minuten. Merkt euch, redet Vietnamesen über Zeit. Multipliziert diese Angaben mal 2 oder mal 3. Die verspäten sich immer. Die Touristen sind nun alle sehr aggressiv und nervös. Tja, hat dann doch noch geklappt. Ich erzählte euch bereits von unserem Zwischenstopp, wo wir alle aussteigen mussten und keiner wusste, was ihm geschah. Nach 30 Minuten kam dann dieser Bus und alle stiegen erleichtert ein. Mein Gott, was für ein Chaos. Ich belegte gleich Platz 1 ganz vorne. Der Morgen dämmert. Es ist jetzt 6 Uhr. Wir fuhren ca. 2.30 Uhr los. Eine lange Fahrt war das. Jetzt ist es 6 Uhr und die normale Ankunftszeit sollte 5 Uhr sein. Jetzt ist aber 6 Uhr. Eben sah ich ein Straßenschild. Es fehlen noch 200 Kilometer. Also muss ich noch 2 Stunden hier sitzen, au Backe. Naja, trotzdem, schöne Aussicht hier. Jetzt seht ihr, wie ein echtes Vietnam-Frühstück gekocht wird. Das schmeckt gut. Ich treffe zum ersten Mal einen Australier. Wir sind eine taube Bastelwerkstatt hier. Nice to meet you. Mein Gebärdenname ist... Ich bin hier verantwortlich für die Kunstideen. Ich bin hier auch Designer. Ebenso verkaufe ich alles. Du Australier bist eine berühmte Person. Du bist Staff Power. Dieser Werkstatt existiert seit 1995, so lange gegründet von Körperbehinderten und Tauben. Im Jahre 2000 fing ich hier an und musste erst mal 2-3 Monate lernen, was Kunst ist. Ich hatte kein Talent für Kunst. Ich war richtig schlecht. Doch ich musste es lernen. Nach und nach, nach 3 Monaten klappte es.
Anfangs war es wirklich schlimm. Ich war zu dumm dafür. Du bist Vietnamese, du schaffst das, sagte man mir. Dann bekam ich den Dreh langsam raus und wurde nach circa einem Jahr auch der Abteilungsleiter hier. Mit der Zeit konnten wir ein Haus kaufen, unterstützt durch die Regierung, na, nicht so direkt. Wir kämpften uns langsam ins Geschäft. Ich dachte, es wäre leicht, aber es war echt harte Arbeit. Ein wirklich harter Weg mit vielen Auf und Abs. Doch jetzt haben wir den Dreh raus. Das sind besondere 3D-Faltkarten für ganz besondere Geschenke. All diese genialen Ideen stammen von ihm. Diese Karte hat dieser Taube gemacht. Wow, die Karten werden per Laser ausgeschnitten. Das ist eine tolle Firma, von und mit Gehörlosen. Dort sitzt eine Frau. Die kommt aus der Schweiz? Ja, aus der Schweiz. Die kam extra hierher, um einen Exportvertrag für die Schweiz auszuhandeln. Hut ab! Die Figuren hier sehen als Illustration naja aus, aber als fertige 3D-Figuren, wow! Trachtenmoden aus der ganzen Welt, China, Japan und so weiter. Hey, und wo ist Australien? Wo ist die australische Tracht? Ups, Australien fehlt! Die Näharbeiten sind echte Handarbeit und sie verkaufen sich sehr gut. Diesen Jungen wollte seine Familie nach seiner Geburt nicht mehr haben und sie gaben ihm einen Pfarrer. Die Kirche zog ihn groß und jetzt ist er bei uns. Wie lange bist du jetzt schon hier? 11 Jahre schon. Gut, ich habe klein angefangen und bin nun Leiter. Und wie viele Gehörlose arbeiten hier? 24. Nein, warte, 2 sind Dolmetscher, also 22 Gehörlose. Nee, ich habe einen vergessen, 23 Gehörlose. Das ist eine ganz schöne Menge. Nach diesem Verkehrstrubel besuchen wir jetzt eine Gehörlosenschule.
Wie ihr seht, werden die Kinder hier mehr spielerisch und mit Kunst unterrichtet. Jedenfalls so im Alter zwischen 5 und 6. Man gibt ihnen Zeit, sich spielerisch zu entwickeln und sie sind glücklich darüber. Du geht es 16.30 Uhr bis 18 Uhr, einmal die Woche. Okay, ich sage nun bye bye.